Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Staffel 6. Die Runde ist immer noch nicht vorbei. Ich springe mal runter, das hat jetzt ein bisschen Lebensenergie gekostet. Wenn man hier runter springt, ist man tot, definitiv. Das habe ich schon mal ausprobiert. Leider mit dem schmerzhaften Erfolg, dass man doch sterben kann. Deswegen ist es nicht so praktisch, hier runter zu springen. Aber der schnelle Weg ist eben einfach ein bisschen so, sich abzuwechseln mit den Laternen. So, das war das Rathaus. Und jetzt haben wir eigentlich nichts mehr mit vorstellen. Ne? Jetzt können wir uns eigentlich der Baustelle widmen. Und die ist da hinten. Wir brauchen, wie gesagt, weißen Ton. Diesen weißen Ton kriegen wir vom Tower. Also ein Tower ist auf jeden Fall ein weißer Ton. So, Stein haben wir schon mal, Erde haben wir dort unten auch genug, Holz haben wir auch, glaube ich, noch ein bisschen unten. Deswegen gehe ich jetzt hier nur hoch, um ein bisschen Ton zu bekommen. Irgendwo war noch Ton drin. Da, da, da. Wo ist die Tontruhe hier? Ja. Ah, ist noch weiß. Ey. So. Ein bisschen weißen hier, dass wir uns irgendwann mal aufregen. Lassen wir mal hier. So, bam. Gehen wir wieder runter. Und geht dann hier so. Oh, hier ist auch noch mal ein kleiner Platz. Da kommt hier eine Mühle hin und ein kleines Restaurant. Hier ist die Erde und hier ist der restliche Krust. Passt gar nicht alles rein hier. Na egal. Packen wir den Rest hier mit rein. Obwohl, wir brauchen jetzt ein bisschen Cobblestone am Anfang. Bisschen davon. Und Holz, natürlich Holz. Warum ich das immer da mache, weiß ich auch nicht. Die Erde, naja, lass mal erstmal. So, hier haben wir so eine kleine Birkenallee, ne? Schaut das schon mal schön aus. Schöne Birkenallee. Hier kommt ein Gebäude hin. Der Fluss, der wird hier ein bisschen abgehakt. Den wollte ich ja noch weiterführen. Deswegen kommt hier so eine Mauer hin, ne, an den Fluss. Das wird dann alles noch aufgefüllt. Damit können wir jetzt eigentlich anfangen. Da wollte ich ein bisschen Stein mitnehmen hier. So. So. Können wir ruhig so ein bisschen vergrößern hier noch. So. Soll auch ein schöner Fluss werden. Das nächste, was dann geplant ist, ist dieses Gebäude hier. Und das wird wie so eine Art Pfarrhaus. Und im Hintergrund wird dann noch wie so ein kleiner Friedhof entstehen. So, erstmal so. Mal so klein anfangen. Hier ist ja noch nichts. Deswegen mache ich das nur so ein bisschen grob. Ein bisschen grob, nicht zu grob. Warte mal. Bam. Ist ja jetzt 9 da 1, 9. Das muss ich jetzt einfach wahllos aus dem Inventar holen kann. Ne. Da ist auch noch ein bisschen Zeug. Wie zum Beispiel dieser Sand hier. Einfach so, bam, hat man Sand. Kann man das wieder auffüllen. Oder diese schöne Erde.
Nein, nicht nach unten. Das müssen wir da auffüllen. Wieder auffüllen. So. So. Müssen uns auch ein bisschen Licht hier machen. Da war es für mich blöd platziert hier. So ungefähr. Machen wir hier noch ein bisschen weg. Das auf jeden Fall. Und hier sind Bäume. Die Bäume, die sind eben Weg. Ne? Das Holz kann man gut gebrauchen. Hier war noch einer, gleich daneben. So. So eng wird der Fluss natürlich auch nicht werden. Habe ich noch ein paar mehr Fackeln? Die sind in der Truhe, die paar mehr Fackeln. Also wird jetzt auch ein bisschen ganztägig dunkel hier sein. Da passt es eigentlich besser. Erstmal hier den Baum fällen. Und das Flussbett geht ja hier vorne irgendwo weiter. Genau da. Und da sollte es auch im Endeffekt anschließen. So, 4 breit lang, glaube ich, oder? Ist schon eine gute Breite, 4 breit. So. Wissen, dass wir wenn dann auch 5 breit machen, weil hier drüben noch diese Steinmauer hinkommt. Dunkel ist es noch nicht, die Sonne leuchtet noch, aber hinterm Berg. Ja, ein bisschen zu weit hier. Also in die Richtung. Genau hier unten sind wir. Ja, ich meine, hier können wir ja ruhig noch was wegnehmen, ne? Spricht ja niemand was dagegen. Solange ich hier oben auch noch einen Schatten sehe, ist auch noch Tag. Deswegen müssen wir uns dringend Fackeln hier mitnehmen. Aber ihr jetzt schon fast nichts seht.
So, machen wir uns hier mal einen Aufstieg. Und laufen mal vor, um ein paar Fackeln noch zu holen. Aber ich glaube, es ist Nacht. Weil die Zombies nämlich hier auch schon kommen. Sieht man hier ein. Auf der Minimap. Und hier sind Fackeln.